Insgesamt erzeugt jeder Deutsche 611 Kilogramm Müll pro Jahr. Die Herstellung von Plastik erfordert rund 8% der weltweiten Ölproduktion. 2050 könnte der Wert schon bei 20% liegen. 1950 wurden etwa 1,5 Millionen Tonnen Plastik produziert. Heute sind es etwa 300 Millionen Tonnen. Diese Informationen schockieren. Die Plastikproduktion verbraucht nicht nur wichtige Ressourcen, sondern kann auch zu einem der größten Probleme für die Umwelt werden. Jeder erzeugt in seinem Alltag eine Menge davon. Rund 37,6 Kilogramm pro Kopf im Jahr. Ein Ort, an dem sehr viel Plastik gebraucht wird, ist die Schule. Wir haben nachgeforscht, ob es möglich ist, in diesem Bereich mehr Plastik zu sparen und mehr über Umweltschutz zu informieren. Erst einmal haben wir beim Hausmeister nachgefragt, wie viel Plastik denn eigentlich in so einer Schulwoche produziert wird. Es sind auf jeden Fall über 10 blaue Säcke. Unser Ziel ist es nun, Ideen zu finden, um die Wichtigkeit der Thematik aufmerksam zu machen und um in der Schule mehr Plastik zu vermeiden. Diese wären zur Bewusstmachung der Wichtigkeit von Umweltschutz, Projekte in verschiedenen Jahrgangsstufen in den Unterricht einzugliedern und oder einen Themenblock in den Lehrplan hinzuzufügen. Auch unser zweiter Schulleiter, Herr Braun, schien sich in einem Interview dieser Problematik bewusst. Die Müllvermeidung oder Mülltrennung müsste eigentlich erstmal ansetzen in einer wiederholten Information aller Schüler. Dann, das ist das größte Problem, die Bewusstmachung des Problems. Für die Einsparung von Plastik hatten wir einerseits den Vorschlag, die Idee der DHG-Cups, Mehrwegbecher aus recyceltem Plastik auf spezielle Brotboxen auszuweiten und so eine umweltfreundliche Alternative zu Plastiktüten und Alufolie zu bieten. Andererseits unterstützen wir die Idee von einigen Schulbuchverlagen, Festeinbände für Bücher zu haben, da man sich so das jährliche Einbinden spart und so auch den anfallenden Müll vermeidet. Da Schüler aus den verschiedenen Jahrgangsstufen, die wir befragt haben, ob sie Angebote der Schule dazu annehmen würden, reagierten alle positiv. Ja. Das alles ist natürlich nicht umsetzbar, wie zum Beispiel ein Themenblock im Lehrplan ein neuer, wenn die Politik sich nicht auch mit dem Thema Plastikmüll und Müllvermeidung auseinandersetzt und ihre Zustimmung dazu gibt. Wir haben auf Nachfrage bei der Grünen-Politikerin Kerstin Seline erfahren, dass aber auch dort Plastik ein Thema zu sein scheint und dass es seit 1994 in Deutschland den Wettbewerb Umweltschule Europa des Landesbundes für Vogelschutz gibt, bei dem sich jede Schule mit einem Projekt zur Nachhaltigkeit bewerben kann. Durch Ideen wie die zur Plastikmüllvermeidung kann jeder, auch du, einen kleinen, aber wichtigen Teil zum Schutz unserer Umwelt beitragen. Denn Müll, Umweltverschmutzung ist das Zukunftsthema schlechthin in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, eigentlich auf unserem Globus.